Ein Sturm zieht auf. Der digitale Kampf zwischen den angesehensten E-Sport-Profis erobert die Welt. Ein Duell der Champions aus allen Ecken des Gaming-Globus, die dem Ruf folgen. Folge den angesehenen Teams, die sich einzeln für die Hi-Res Expo 2018 im Januar qualifizieren. Entdecke die neuesten Änderungen, die sich auf deine bevorzugten E-Sport-Titel auswirken. Und die News und Durchbrüche, die unsere Pro-Gaming-Bewegung beeinflussen. Wir leben die Kultur. Wir sind Arena Esports. Das größte Ereignis im Kalender der Hi-Res Studios steht vor der Tür. Eine Chance für Cosplayer, ihr künstlerisches Können zur Schau zu stellen. Fans können Götter der Zerstörung und Champions des Reiches bewundern. Und Lieblingsprofis präsentieren ihr Geschick und beweisen ihren Kampfgeist. Das alles im COP-Energiezentrum in Atlanta im kommenden Januar. Das ist die Hi-Res Expo 2018. Eine erstklassige Pro-Gaming-Erfahrung, bei der Träume erfüllt werden und E-Sports-Ikonen entstehen. Langjährige Fans von Spielen des Hi-Res Studios können sich kaum vorstellen, wie sich die Spieler auf der Bühne fühlen, wenn sie mit Tausenden von kreischenden E-Sports-Fans konfrontiert werden. Ein Rausch von Emotionen, den neugierige Augen beobachten. Doch die Qualifikation für die Hi-Res Expo war keine leichte Aufgabe. Ein paar Teams haben ihre Tickets für die HRX bereits erhalten, aber jetzt müssen 6 Teams gegeneinander antreten und wir werden sehen, wer die Nase vorn hat. Eine letzte Chance für diejenigen, die ihr Glück auf den blutbefleckten Schlachtfeldern von Smite suchen. Die besiegten Teams aus dem Super Regional Halbfinale trafen auf die Pokalsieger NRG Esports und Noble Esports in einem Round-Robin-Kampf bis zum Tod. Eine gnadenlose Gruppenphase, in der die Teams mit den meisten Siegen sich Wildcards für die Smite-Weltmeisterschaft 2018 sicherten. Eine zerstörerische 5-Mann-Truppe, die von allen gefürchtet wird. Der 2-malige Titelverteidiger NRG Esports war der Erste, der seinen Wildcard-Platz für Januar beanspruchte, als er die Konkurrenz 5:0 zerschmetterte. Emilito, Jamin, Adapting, Maniac und Team-Captain iRefer bilden den Kader der starken europäischen Mannschaft. Direkt vor der Tür hieß es Pokalsieger gegen Pokalsieger, als NRG im ersten Spiel der Gruppenphase auf ihr nordamerikanisches Pendant Noble Esports traf. Ein ausgeglichenes Match im frühen Spiel, bevor NRG die Dinge in Schwung brachte, um die Führung zu übernehmen. Von da an glich das Spiel einem Schlachthaus. NRGs Jamin holte die Kills, die sein Team für den ersten Sieg der Serie benötigte. Able to go up into the Dragonic Corruption to get him out of danger for the moment. Darmic Pillars come down as well as Supernova, but adapting in the back lines, huge. Yamin able to take down Oahu. Walrus falls, Wubbin falls, double kill comes out for Yamin. Allzu leicht. Als nächstes lieferte das berühmt-berüchtigte Team Dignitas den Weltmeistern beinahe ein Rennen um ihr Geld. Trotz aller Bemühungen konnte Dignitas NRG nicht davon abhalten, den Sieg zu erringen. 22 Kills und eine 15.000 Goldführung besiegelten den Deal. Maniac just going right on top. Yamin taking care of Zeros on the right hand side. Well, Maniac down bees for justice. Gargle killed in the fountain. Kennet, King Kennet chasing him all the way home. Die Opposition zu zerschlagen ist das, was NRG am besten kann. Mit 2 Punkten brachte NRG sein bestes Spiel gegen die Kraft der nordamerikanischen Mannschaft Space Station Gaming. Space Station, die das First Blood verlor, spürte bereits den Druck der europäischen Seite. Der Wettkampf um die Weltmeisterschaft erwies sich als sinnlos, als die Jungs von NRG Esports wieder einmal eine Bande von Smite-Hoffnungen in die Luft jagten. Minions are doing the work for NRG. But that's the work that NRG put in to get to this spot, to get this game and to give them their third win in the Wildcards. 3 Teams sind raus, 2 weitere noch übrig.
Zur Langliste der Erfolge bei den Super Regionals gesellte sich der erfolgreiche Triumph über den Halbfinalisten Trifecta. In einem absoluten Knallerspiel hatte NRG die komplette Karte unter Kontrolle. Null Fehler wurden gemacht, als der Weltmeister das Spiel mit 9 Kills zu 0 beendete. The full commit. There's a big chunk of damage coming out from the jungler. He's dead. He can't make it into the fountain, but he can't heal. So adapting, putting him in the ground, Yavin making it rain. And that's the end of the game. Absolut ausgelöscht von den Jungs von NRG. Und im Endspiel, das das Team zur Hi-Res Expo 2018 schickt, traf der vierte europäische Starter Elevate auf die junge europäische Mannschaft zu einer letzten Runde göttlicher Action. Elevate, der wohl härteste Gegner der Gruppenphase, behauptete sich gegen den Ansturm von NRG und sicherte sich das First Blood. Beide Seiten hingen sich gegenseitig an den Kehlen, als die Türme fielen. Und Teamkämpfe wurden ausgetragen. And this is what they do so well with their composition. They just kite you. The damage on a death panel right down Broadway. Raffer lines up and gets put in the ground. Eine wahre David gegen Goliath-Geschichte entwickelte sich bei den Super Regionals. NRG jedoch sind Meister des Spiels und erledigen ihre europäischen Pendants mit 17 Kills zu 8 und einer enormen 20k Goldführung. Sie verdienen sich eine goldene Eintrittskarte für das Smite-Waldfinale. NRG Esports hat sich nun den qualifizierten Teams auf dem Weg zur Hi-Res Expo 2018 angeschlossen und ist bereit, die Smite-Fans in Atlanta zu begeistern. Alle Blicke richten sich auf einen möglichen dritten Weltmeistertitel. Ein letzter Joker-Platz für das Smite-Weltfinale bleibt übrig. Finde heraus, wer ihn bekommen hat, als nächstes bei Arena Esports. Der zweimalige Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso ist die erste Formel-1-Persönlichkeit, die sich auf die geschäftliche Seite des professionellen E-Sports wagt. Zusammen mit der angesehenen spanischen Organisation G2 Esports und der Gaming-Peripheriefirma Logitech hat die Partnerschaft eine No-Pro-Gaming-Einheit mit dem Namen FA Racing G2 Logic G gegründet, die bereit ist, eine Vielzahl von Online-Wettbewerbstiteln zu bestreiten. Die Lootbox-Saga geht weiter. Da Titel wie Overwatch und Battlefront 2 unter Beschuss geraten sind, durch Spielfunktionen die Glücksspiel simulieren. Das System erlaubt es den Spielern, Echtgeld für eine Chance auszugeben, Spielgegenstände und andere Elemente nach dem Zufallsprinzip zu erhalten. Die belgischen Glücksspielbehörden haben das Lootbox-System von Battlefront 2 als Glücksspiel, das Geld mit Sucht kombiniert, deklariert und fordern, die Praxis in ganz Europa zu verbieten. Da sich das erste Weltklasse-Team für die Smite-Weltmeisterschaft im kommenden Januar qualifiziert, hat sich der Wettbewerb in der Gruppenphase der Super Regionals weiter aufgeheizt. Nur noch ein einziges Ticket war übrig. Die europäische Mannschaft Elevate musste sich im Halbfinale der regionalen Meisterschaften mit 3:2 Niederlagen geschlagen geben. Die Niederlage zerstörte jedoch nicht ihr Vertrauen. Wie alle Pro-Level-Smite-Teams sind sie zurückgekommen. Absolut entschlossen, an der Weltmeisterschaft teilzunehmen. Death Panther, Dardis, Tyrio, No Numbers und Teamkapitän Jermaine waren zu allem bereit und führten in die Gruppenphase der Super Regionals. Die erste Herausforderung für die Mannschaft war die Konfrontation mit dem europäischen Rivalen Team Dignitas. Dignitas eröffnet das Spiel aggressiv und sicherte sich Dardis als First Blood. Aber die engagierten Jungs von Elevate warteten auf die einmalige Gelegenheit, zurückzuschlagen. Righty's on the back end and Cherio's blinking in onto Arkel. Aegis comes out already. Whirlwind has him thrown back into the Snipes, but it's No Numbers who ends up cleaning it out. Righty jumps in, knocking up Trickstank, who has to, or not Trickstank rather, but Dardis. Dardis is living, he survived. Trickstank fell in the back though. Eine Schlacht der Mutigsten, in der die beiden Teams in einem intensiven Tauziehen gefangen waren. Elevate stürmte den gegnerischen Titan und holte sich den ersten Sieg des Tages.
Sie gingen als Sieger aus einem extrem harten Match hervor. Auf dem Weg zum Sieg ging Elevate gegen Nordamerikas Hoffnungsträger Space Station Gaming an den Start, was letztendlich zu einem schnellen, halbstündigen Kampf führte. Das frühe, mittlere und späte Spiel gehörte Elevate, das die vollständige Kontrolle über die Karte übernahm, ohne dabei ins Schwitzen zu kommen. Death Panther sammelte Kills, um einen zweiten Punkt zu erzielen. Whirlwind of Rage and Meal, because Cheerios eaten. Titan's gonna be the last target here. Thanatos finds one. The Titan's at half. The Titan's at a quarter. The Titan is down. Space Station Gaming fall to Elevate. Die WM-Qualifikation rückt immer näher. Elevate traf unverzüglich auf die Macht von Noble Esports, den Pokalsiegern aus der nordamerikanischen Region. Jermaine hat diesmal mit dem First Blood den Kampf eröffnet. Aber Noble kämpfte wiederholt zurück und versuchte, die junge europäische Mannschaft bei jeder sich bietenden Gelegenheit zu stürzen. Elevate ging aufs Ganze und hielt erfolgreich eine feste Goldführung gegen seine Feinde. Eine Zeit lang ein knappes Match, aber die Jungs in Schwarz und Rot holten sich das Spiel. Further for the team is no numbers with the cripple feel with the shards of ice. It's too much damage. Elevate are looking so good this weekend. Up against Noble. Ein weiterer Titan ist am Boden und wird ausgezählt. Voller Zuversicht nahmen die Jungs von Elevate die größte Bedrohung der Serie auf sich. NRG Esports hat während des gesamten Wettkampfs für Furore gesorgt. Ebenbürtige Teams mitten im Kampf. Trotz aller Bemühungen von Elevate konnte sich NRG Esports durchsetzen. Es sicherte sich Kills und stürzte Türme für einen guten Vorsprung. Da Elevate nicht in der Lage war, seinen Titan zu verteidigen, erlitt es die erste Niederlage der Serie gegen den unangefochtenen Weltmeister. Jermaine connecting onto Maniac, it's not gonna matter. Energy go undefeated in group play and punch their ticket to HRX. Die Niederlage durch NRG würde ihr Selbstvertrauen nicht brechen. Ein letztes Spiel blieb übrig. Es war an der Zeit, ihr Können gegen das nordamerikanische Kraftpaket Trifecta unter Beweis zu stellen. Entschlossen, keine weitere Niederlage zu sehen, drehte Elevate im fünften Spiel auf und zermalmte die Mitglieder von Trifecta immer und immer wieder. Die Weltmeisterschaft war im Visier und mit 19 Kills und einer massiven Goldführung besiegten sie den Titan von Trifecta für ihr Ticket zur HRX. It's Cynosure with Trifecta's hopes on the line, but Elevate looks like they might be going to Worlds. Death Panther's playing it safe. No, just kidding. Death Panther's going nuts. 7-0 and 10. Eine bemerkenswerte Demonstration des Might-Wettbewerbs, bei dem Elevate den letzten Treffer macht, der sie ins Weltfinale führt. Ein weiteres europäisches Team auf der wachsenden Liste der SMITE-WM-Qualifikationsturniere. Ein aufregendes Sportereignis der Spitzenklasse, gleich um die Ecke. Verpass nicht alle spielverändernden Entwicklungen, die sich auf deine E-Sport-Titel auswirken, gleich hier auf Arena Esports. Ein süßes und sprudelndes Wesen erobert seinen Platz in der ständig wachsenden Riege von League of Legends. Zoe, der Aspekt des Zwielichts, ist der nächste bürstorientierte Magier, der das Schlachtfeld betritt und einen bleibenden Eindruck bei Spielern hinterlässt, die ihre Fähigkeiten beherrschen wollen. Ihr passiver Funkenflug erhöht den Schaden von Zoes nächsten Angriff, nachdem sie einen ihrer Zauber erfolgreich gewirkt hat. Feuere einen Wanderstern auf deine Feinde ab und füge ihnen Schaden zu, der auf der Distanz basiert, die das Projektil zurückgelegt hat. Die Fähigkeit, während des Flugs den Weg des Sterns umzuleiten, wurde überarbeitet. Übernimm die Kontrolle über die Fähigkeiten der Gegner mit Zauberklau, indem du einen Splitter auf den Boden wirfst, den Zoe einsammeln und dann gegen ein ahnungsloses Opfer einsetzen kann. Das Sammeln von Scherben erhöht auch Zoes Bewegungstempo für einen kurzen Zeitraum. Nutze Zoes typischen Schlafblasenalarm, der ihr Ziel schläfrig macht, bevor sie es in den ewigen Schlaf schickt. Wenn man die Fähigkeit über eine Wand wirft, erhöht sich ihre Reichweite.
Und schließlich erlaubt es ihre ultimative Fähigkeit Portalsprung, Zoe sich kurz an einen ausgewählten Ort zu teleportieren, bevor sie wieder in ihre ursprüngliche Position zurückkehrt. Alle anderen Fähigkeiten von Zoe sind während ihrer Teleportation verwendbar, nützlich für einen Überraschungsangriff, gefolgt von einer schnellen Flucht. Zoe kann eine vielseitige Schadensquelle für jedes Team sein, das in Riot Games League of Legends den Sieg anstrebt. Die Leute bei Nintendo haben ein größeres Inhaltsupdate für den beliebten tintenklecksenden Switch-Titel Splatoon 2 veröffentlicht. Das kostenlose Update führt einige neue aufregende Schlachtlevel ein, einschließlich Markomart, Schallendorf Institute, Walleye-Lagerhaus und Arowana-Einkaufszentrum. Außerdem steht den Spielern ab sofort eine große Auswahl an neuer Ausrüstung zur Verfügung. Eine Vielzahl von Frisuren. Dazu kommt ein brandneuer Modus mit dem Titel Klammblitz. All das und noch viel mehr gibt es in Nintendos lustigem Shooter-Erfolg. Abenteuer im Koprolo-Sektor erwarten dich. Nutze dabei die Kräfte der Zerg, Terraner und Protoss. Der historische Echtzeit-Strategie-Erfolg StarCraft II ist nach der großen Ankündigung auf der BlizzCon 2017 nun offiziell kostenlos spielbar. Neugierige Spieler aus aller Welt können sich jetzt ohne einen Cent zu bezahlen in eine E-Sport-Kultur stürzen, die seit ihrer Veröffentlichung 2010 die Pro-Gaming-Nation der Welt erfasst hat. Doch welche Features stehen neuen Spielern des beliebten RTS-Titels im Free-to-Play-Modell zur Verfügung? Folge dem Terranerführer Jim Rayner in Wings of Liberty, der ersten von drei Kampagnen der fesselnden Geschichte von StarCraft II. Vollständig verfügbar nach der Installation des Spiels. Spring direkt in den Versus-Modus, wo der echte Krieg tobt und dir die Macht verleiht, deine Kräfte auf ahnungslose Spieler loszulassen. Reihe dich allein oder mit Freunden ein und kletter durch das detaillierte Ranglistensystem von StarCraft II. Übernimm die Kontrolle über deine Lieblings-StarCraft-Charaktere im Koop-Commander-Modus. Kämpfe tapfer mit den einzigartigen Fähigkeiten der gewählten Kommandanten, wenn du dich mit einem Team verbündest, um Missionen zu erfüllen. Erhöhe sogar den Schwierigkeitsgrad für eine echte Herausforderung. Egal, ob du in die Geschichte der Gesetzlosen der Terraner eingetaucht bist, angezogen von deinem Wettbewerbsbedürfnis nach einem Sieg, oder du dich an einer wirklich unterhaltsamen Kooperation beteiligst, StarCraft II hat für jeden etwas zu bieten. Ein bahnbrechender Titel, der dazu beigetragen hat, die Karriere einiger der größten Ikonen des E-Sports zu starten, die die Welt je gesehen hat. Erlebe unglaubliche Spiele aus der Hearthstone-Wettkampfszene. Als nächstes auf Arena Esports. Mit der spannenden Kobolde- und Katakomben-Erweiterung direkt vor der Tür und einer Esport-Kultur, die noch nie so groß war wie heute, blüht der digitale Kartenspielerfolg Hearthstone von Blizzard Entertainment auf. Nicht nur auf unseren Computern, Handys und Tablets, sondern auch auf der Bühne in ausverkauften Hallen rund um die Welt. The World Electronic Sports Games bietet einigen der besten Spieler aus allen Ländern die Chance auf Ruhm und Ehre in einer Vielzahl von E-Sport-Titeln. Einer nach dem anderen qualifizieren sich die außergewöhnlichen Hearthstone-Spieler für das WESG-Finale 2018 und präsentieren ihre meterbrechenden Designs beim Turnier der Spitzenklasse. Letzte Woche bei den europäischen Qualifikationsturnieren erlebte die Welt diese Action, als der italienische Spieler Turner von Prophecy Esports und der dänische Hoffnungsträger Matt the Great von 11 Esports sich in einem Tiebreak-Spiel wiederfanden, dessen Sieger alles gewann. Jede Runde war entscheidend, da $15.000 auf dem Spiel standen. Matt the Great's Miracle Rogue gegen Turners Agro Druid. Das Glück war auf der dänischen Spielerseite, als Prince Kaliseth eine Karte, die allen Vasallen im Deck einen permanenten +1-Bonus auf Angriffe und Lebenspunkte gibt, in der zweiten Runde gezogen wurde. Ein perfekter Start für Matt the Great. Die Chancen standen gut gegen Turner.
Gebuffte Spottgegner wie die Serenite Chain Gang stoppten jegliche frühe Aggression. Ein 6-6 Van Cleef, dem später eine Bonmare folgte, reichte aus, um dem Italiener jede Chance zu nehmen. Auch der Lich King selbst erschien und schenkte Matt the Great die Serie. Der antimagische Panzer war einfach zu viel. Matt the Great, das Deckwunder aus Dänemark, ist jetzt um $15.000 reicher und wird als Europas Nummer 1 in die WESG Global Finals gehen. Matt the Great, ein weiterer Champion auf dem Vormarsch. Blizzard Entertainment Esports begeistert weiterhin die chinesische Hauptstadt Peking für die Gold Club Weltmeisterschaft 2017, die am 10. Dezember endet. Die Meister des digitalen Kartenspiels Hearthstone und die Meister des angesagten MOBA-Titels Heroes of the Storm konkurrieren um Preise im Wert von Tausenden von Dollar, all das nachzuverfolgen auf deinem Lieblings-Streaming-Plattform. Das epische Finale eines der größten Smash Bros. Turniere im Jahr 2017 steht vor der Tür und gibt 20 Legenden des Spiels die Chance auf den 2GG-Meisterschaftstitel in Santa Ana an diesem Wochenende. Weltbekannte Brawler wie Nairo, Tweak und Zero brechen zu dem prestigeträchtigen Event auf, begleitet von anderen 2GGC-Turniersiegern und Qualifikanten, die um einen Preispool von $50.000 kämpfen. Counter-Strike und Dota 2 Action wird in der Vorbereitung der Teams auf das Republic of Games Masters 2017 zu sehen sein, das am 7. Dezember in Kuala Lumpur beginnt. Ein Muss für jeden Spieler. Fans aus dem In- und Ausland werden in Kuala Lumpur Convention Center den Kampf um Ruhm und Ehre miterleben, in dem Qualifikationsteams um die begehrten Preise kämpfen. Die MOBA-Spannung führt weiter nach Singapur zur Vainglory 2017 Weltmeisterschaft, die am 14. Dezember live aus dem Kallang Theater gezeigt wird. 12 qualifizierte Vainglory-Teams zeigen ihr bestes A-Spiel auf dem großen Event am Jahresende und bieten herausragende E-Sport-Action und die Enthüllung des lang erwarteten 5v5-Modus. Verfolge die größten Teams in der Smite-Saison 2017, die sich weiterhin für das WM-Event im kommenden Januar qualifizieren. All das und noch mehr in der Show nächste Woche. Bleib dran, was Pro Gaming angeht. Arena Esports ist die beste Adresse für News über Gaming-Wettbewerbe aus der ganzen Welt. Mit gezogenen Waffen, kampfbereiten Armeen und einem Spielplan, der in Stein gemeißelt ist, werden die Champions der Pro-Gaming-Kultur uns unterhalten. Und die Erwartungen vor den Augen der E-Sport-Welt übertreffen. Wir schauen gespannt zu. Wir sind Arena Esports.